unterschieden Post und Delivery. Ich würde mir dann noch geben können. Ein bisschen ausführlicher das, was in Kurzform im anderen drin steht. Und das hier ist normal die Broschüre mit den Fakten über abgeschlossene ganze Gründe. Außenstellen, also nicht nur dieses Briefzentrum vor Ort. Das untergliedert sich in sogenannte Zustellstützpunkte bei Brief- und Zustellbasen im Bereich von Paket. Und dort ist die Streikbeteiligung sehr, sehr hoch, mit Ausnahme der Beamten, die natürlich das Streikrecht nicht haben. Und auch mit Ausnahme von befristet Beschäftigten, die ganz einfach Angst haben, das ist im zweistelligen Bereich innerhalb unserer Niederlassung. Es wird auch suggeriert, dass mit ihrer Streikbeteiligung nach dem Streik verweitere befristet ist oder schon überhaupt keine Entfristung, aber auch keine weitere Befristung vor. Es ist klar, wenn jemand sagt, mein Arbeitsverhältnis endet jetzt am 11. Juli, ich war eine Dame, die mir jetzt neulich angesprochen hat, die überlegt sich zweimal, ob sie von ihrem Grundrecht des Streiks Gebrauch macht. Wenn er immer unterschwellig gebraucht, das auch propagiert wird, der Streik muss sich der Konsequenzen im Klaren sein. Es wird also immer wieder, gesagt, also diese Menschen gehen dann natürlich auch mit dem Betrieb. Erfreulich ist die Solidarität derjenigen, die entfristet sind und sagen, dann gehen wir für diese Kollegen raus und zeigen da Flagge. Also die Post hat in München aufgrund der besonderen Arbeitsmarktsituation einen hohen Bedarf an Arbeitskräften. Steht da ein, konkurriert da mit anderen Dienstleistern und es gibt überhaupt keinen Grund, dass wir einen befristeten Stand im zweistelligen Bereich haben. Es sei denn, geplant, wie jetzt bei unseren Kollegen bei DHL geschehen, die Überführung in diese Regionalgesellschaft. Und das schürt innerhalb unseres Betriebes große Ängste. Und trotzdem gibt es welche, die dieses Risiko mittragen, ja, und mitmachen. Ich habe in meinem Wortbeitrag da halt jemanden nicht mit Namen, aber indirekt genannt, der wirklich jetzt am 1. Juni auf eine Folgebeschäftigung wartet und trotzdem in den Streik mit eintritt und sagt, dann eben nicht. Aber das kann sich nicht jeder leisten. Das ist von der Qualifikation abhängig und nicht jeder kann sich das leisten. Genauso wie unsere Kollegen, die überführt worden sind in die DHL Delivery, gezwungen sind, diese Verträge zu unterschreiben, weil wer bezahlt ihnen nächsten Monat die Miete und wie sollen sie sich der Agentur für Arbeit gegenüber rechtfertigen, wenn man sie dort pflegt, warum haben sie nicht die Anschlussbeschäftigung bei der Gesellschaft angenommen. Also geht dann von einer 100%igen Sperrfrist aus, das wissen die Leute, sind dann ganz einfach erpresst. Ich meine, viele Streiken nicht? Wir sind derzeit bei knapp 800 Streiken. Die Niederlassung hat ca. Ja, gut 250. Ja. Und knapp 600 Beamte. Und das ist zum Beispiel jetzt auch etwas. Die Post hat ja durch die Beamten jetzt hier einen klaren Wettbewerbsvorteil. Dass sie diese Beamten sind, die nicht streiken dürfen nach der Rechtsprechung in Deutschland, die viele für sehr rückständig halten, die jetzt hier einsetzen kann und auch zu streitender Arbeit
sie draußen jemanden radeln sind, kann es sehr gut sein, dass es einfach auch Beamter oder Beamtin ist. Oder halt eben auch jemand befristet wird. So, die Befristungen ist noch zu sagen, es war ja bei der DHL Delivery so, es sind alle zum 31.03. Jetzt werden alle zum 31.12. befristet. Ja? So, also wenig kürzer, ja, ist auch, aber dann ansonsten längstens bis zum 31.12. Das lässt bei uns natürlich jetzt inzwischen die Alarmglocken schwellen, dass hier zum 1.1. das Gleiche passieren soll, wie das am 1.4. bei der DHL Delivery war. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind im Hochpreisgebiet München bei den jetzigen Lohnstrukturen des jetzigen Haustarifvertrags. Kämpfen viele, sind viele mit Nebentätigkeiten belegt, um überleben zu können. Und ich kann mich nur anschließen, was der Rindersbacher gesagt hat, dass das ein kerngesundes Unternehmen ist, das satte Gewinne schreibt. Eigentlich sollte der Streik stattfinden, dass man an diesen Gewinnen, dass unsere Beschäftigten an diesen Gewinnen teilhaben. Das ist aber jetzt gar nicht der Fall. Der Arbeitskampf ist halt jetzt erst einmal diese Arbeitsplatzsicherheit. Wir wünschen uns natürlich eine Lohnerhöhung, aber ich kann sagen, auf Grundlage der vielen Gespräche mit den Beschäftigten streiken, dass die Arbeitsplatzsicherheit, Schutz vor Ausgliederung, erste Priorität hat. Es fällt aber den Postbeschäftigten in München auch zu den jetzt gegebenen Bedingungen nicht leicht. Weil die allgemeine Situation im Hochpreisgebiet, Mieten etc. ist ja bekannt und die Post hat sich ja immer mehr aus der Wohnungsfürsorge zurückgezogen. Das vormals beim Staatsbetrieb Deutsche Bundespost gegeben hat. Das heißt, momentan fordern Sie jetzt erstmal die Arbeitsplatzsicherheit, aber wenn das gewährleistet wäre. Ich kann sagen, wir fordern jetzt erst einmal die Sicherheit unserer Arbeitsplätze durch die Vermeidung dieser Zerschlagung und haben unsere Kolleginnen und Kollegen da hinter uns. Und das ist, wie gesagt, die erste Referenz. Arbeitsplatzsicherheit, Schutz vor Ausgliederung und Austöchterung, Betriebsübergängen vor Lohn. Verständlich wünschen wir uns alle eine Lohnerhöhung im Rahmen dieser Tarifverhandlungen, aber die Gewichtung ist ganz einfach. Und Verdi hat da diesbezüglich das Angebot auch gemacht, weil man ja immer argumentiert. Hintergrund ist, dass die Post die doppelten Löhne, also wie die Mitarbeiter bezahlt, konnte es gar nicht nachvollziehen. Sobald man mit Paketdiensten bekannt ist, Hermes oder DPD, also vielleicht bei GLS, aber das Argument, dass die Wettbewerber die Hälfte des Lohnes in München bezahlen, ist für mich, ich spreche jetzt da natürlich aus Münchner Sicht, ist für mich nicht nachvollziehbar. Eines der Hauptargumente. Also immer wieder an den Diskussionen am Streik, da gibt es immer Diskussionen mit den Kollegen, wo dann Führungskräfte versuchen, ihre Position darzustellen, und da ist das immer wieder ein Argument, dass die Post die doppelten Löhne bezahlt. Ich kann mir vorstellen, dass die Frau Grimmer in der Mappe da oder eben auch in dem Heft das klarstellt, was das alles. Okay, du machst dich auf den Weg. Gut. Sehen wir uns am Montag. Vielleicht komme ich am Montag dazu. Ja, das wäre toll. Ja. Ich bin da noch.